Ja, dann darf ich zum heutigen Online-Treff des Ahnenforscher-Stammtisches UNA ganz herzlich Gerd-Christian Treutler begrüßen, Vorsitzender der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft Roter Adler e.V. Und er wird uns also heute ein genealogisches Ordnungssystem vorstellen, uns darüber informieren und dann auch für Fragen zur Verfügung stehen. Und Christian, ja, dann darf ich dich bitten, mit dem Vortrag zu beginnen. Ja, schönen Dank, Gerd. Auch von meiner Seite erstmal, die Zeit legt es nahe. Alles Gute zum neuen Jahr. Möge es sich im Laufe des Jahres wieder etwas normalisieren, obwohl zugegebenermaßen, wie wir jetzt auch gerade erfahren haben, diese neuen Möglichkeiten über diese Online-Treffen durchaus ja auch ihr Positives haben und man auf die Weise Forscherkolleginnen und Kollegen erreicht, die man sonst wahrscheinlich nie persönlich zu Gesicht bekommen würde, weil man ja da ganz große Entfernungen teilweise zurücklegen muss. Ja, besten Dank auch für die Einladung. Wir hatten uns ja schon gesehen auf unserem ersten Online-Vortrag im Dezember, wo dann der Gerd meinte, oder Georg meinte, das würde er bei sich gerne nochmal hören. Und ich muss zugeben, das Interesse hier von 90 oder 92, 93, also fast ausgelastet, überrascht mich doch positiv und ich hoffe, dass ich den Erwartungen dann auch gerecht werden kann. Ich habe mal so die Teilnehmer durchgesehen. Mir kommen viele Namen bekannt vor aus den diversesten Foren und so weiter, aber es ist natürlich regional und von den entsprechenden Interessen andere Klientel, aber das ist ja unwichtig, insofern es hier um Thematiken geht, die ganz allgemein jeden Familienforscher interessieren dürften. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin von Hause aus Historiker, Schwerpunkt Frühneuzeit. Das ist also die Zeit so zwischen 1500 und 1800 ganz grob gesehen, trifft also auf den Punkt ja, unsere Hauptinteressen, also die Zeit, wo man ohne Tipps, Hilfe und Erfahrung im Allgemeinen dann nicht mehr so einfach weiterkommt. Insofern habe ich auch natürlich mich überwiegend mit dieser Zeit in diversen Veröffentlichungen und Vorträgen beschäftigt. Hier also jetzt aber etwas ganz Grundlegendes, denn was nutzt die gesamte Forschung, wenn wir die Ergebnisse dann nicht in eine Ordnung bringen, die die Sache nicht nur für uns präsentabel, sondern vor allen Dingen für unsere Adressaten verständlich macht. Ich möchte jetzt sozusagen die ersten 20 Minuten oder so diesen kurzen Vortrag durchgehen, dabei mich auch bewusst bei den Darstellungen, die ihr, sie vermutlich alle hinreichend kennt, die auch hinreichend einfach sind, sprich die der Ahnen, also aufsteigend oder in der Zeit, eigentlich wörtlich müsste man sagen, absteigend. Diese ganzen Stammbäume sind ja eigentlich genau verdreht, wenn man von Wurzeln und Blättern spricht. Mich da gar nicht groß dran aufhalten, die Kekulé-Bezifferung etc., bloß Streifen, die kennt jeder. Und eigentlich auf das, was ich für das bedeutend Schwierigere halte und wahrscheinlich da eure Zustimmung finden werde, und zwar die Nachfahrendarstellung. Also, steigen wir ein. Ahnennummerierung, Ahnentafel ist das, was wir dann schnell abhandeln können. Ahnenliste, ebenfalls dann die Nachfahrentafel. Die grafische Übersicht wird auch noch relativ einfach sein. Das ist eigentlich der Knackpunkt, der die Sache dann schwierig macht, um den man aber spätestens dann nicht mehr herumkommt, wenn man diese Ergebnisse, die man mühsam zusammengetragen hat, dann in Buchform veröffentlichen will
oder in diversen Publikationen. Denn mit der grafischen Darstellung wird man dann schnell an ja, typografische und platzmäßige Grenzen stoßen. Oder man muss die Inhalte zu den jeweiligen Personen so reduzieren, dass ja, man im Endeffekt dann um endlose Fußnotenverweise oder doch wieder listenartige Ergänzung der Sache nicht herumkommt. Ja, Sosa Stradonitz, also Kekulé von Stradonitz und Sosa sind eigentlich die zwei, die, wie man hier sieht, Sosa als einer der ersten schon vor 400 Jahren diese klassische Nummerierung. Proband, die beiden Elternteile mit gerader und ungerader Ziffer und das jeweils dann in jeder Generation verdoppelt zur Anwendung gebracht haben. Damals noch, jeder hat vielleicht die meisten oder die meisten werden schon von gehört haben, von diesen Ahnenproben. Die 16er oder 32er Ahnenprobe für die Ritterbürtigkeit oder die Domherrenbürtigkeit und so weiter, die da entsprechend nachzuweisen sind. Diese Nummerierung ist eindeutig, die ist auch mathematisch gut abzubilden. Man kann diese Ziffern auch anhand von Formeln gut errechnen. Problematik dabei mit zunehmender Entfernung vom Probanden in den Generationen tritt das Problem des Inzest kommt auch öfter vor. Ich meine, natürlich den Ahnenschwund. Wir werden also feststellen, die Ahnen doppeln, dreifachen, vierfachen sich zwangsläufig im Laufe der Generation. Da bringe ich nachher nochmal ein Beispiel, wie man sowas in Nachfahrenlisten dann effizienter darstellt oder auch deutlich macht. In den Vorfahrentafeln, die meisten Programme bieten das auch an, dass man entweder diese Implexe, das ist das richtige Wort dafür, abzubilden oder nicht abzubilden. Bildet man sie ab, hat man einen wunderbar gleichmäßigen Ahnenstammbaum, erkennt aber natürlich nicht auf Anhieb, wer sich da alles mehrfach drin tummelt. Da ist es ganz interessant, wenn man diese Implexe ausblendet. Besonders nett ist das, da gibt es manchmal so schöne Beispieldateien auch bei den Ahnenprogrammen, bei Hochadelsfamilien, wo dann diese Ahnentafeln dann eine Eiform annehmen. Egal ob die Habsburger oder die Hohenzollern. Kann jeder mal probieren zu Hause. Das gibt es im Internet zu finden, die Ahnentafel von zum Beispiel Friedrich II., die dann nach, glaube ich, 4, 5 Generationen dann ein geschlossenes Ei ergibt, weil alle von demselben Stammpaar abstammen. Ja, das ist hier die typische Abbildung, hier bloß auf dem für die meisten Anblick auf dem Kopf steht, eigentlich aber eben natürlich auf dem richtigen, in der richtigen Reihenfolge, also oben der Proband und unten die Vorfahren, die sich jeweils immer entsprechend den sogenannten Kekulé-Ziffern, wobei Kekulé eben nur einer von vielen ist, von mehreren, die sich damit beschäftigt haben. Wir finden hier auch Francis Galton, den andere wahrscheinlich eher davon kennt, dass er das Fingerabdrucksystem entwickelt hat. Hier haben wir dasselbe wieder jetzt umgedreht in der klassischen Form, auch der historischen Form. Noch schön mit Wappen vervollständigt. Das sind alles, sage ich mal, Klassiker. Man kann das auch seitwärts anordnen. Es ist im Endeffekt immer das Gleiche, ob mit der Generationenangabe oder ohne. Wir haben immer den Probanden. Alles, was an geraden Ziffern aufsteigend ist, ist die männliche Linie, die ungeraden Ziffern, die mütterliche Linie.
Ja, dann gibt es viele Namen für teilweise dasselbe oder Namen, die sich gleich anhören, aber doch was anderes sind. Ahnenreihen, Ahnenstämme, gemeint sind da in der Regel die dem Namen, also einer bestimmten Vaterslinie, Vaterstamm zugeordneten Folgen oder wenn ich eben die Mütterlinie nehme oder wenn ich Geschwister mit einbeziehe. Das sind alles die Dinger, die wir alle kennen. Auf den Ahnenschwund oder Implex bin ich bereits eingegangen. So, kommen wir zu den Nachfahrentafeln. Wie gesagt, wenn man sich auf die Minimaldaten, also sprich Name und Geburts- und Sterbejahr, reduziert, bekommt man ja eine ganze Reihe auf so ein A4-Blatt oder A3-Blatt. Wer sich jetzt vorstellt, das Ganze dann mit entsprechend weiteren Daten zu ergänzen, wird schnell erkennen, dass die grafische Darstellung eben nur zur Übersicht geeignet ist. Dann sind wir bei dem entscheidenden Punkt angekommen. Wie mache ich das nun, möglichst viel Informationen für Nachfahren in einer Publikation unterzubringen, ohne die Übersicht zu verlieren? Und die Filiationslinien erkennbar bzw. leicht verfolgbar zu machen. Und da gibt es weit mehr Systeme der Nummerierung als bei der Ahnendarstellung. Hier ist mal so jetzt auf das ganz Kurze gesehen ein Beispiel, was man sehr häufig sieht, indem man arabische mit römischen Ziffern kombiniert. Das sind jetzt hier schon zwei Generationen, allerdings in der Darstellung der ersten Generation. Also die Kinder werden da römisch durchnummeriert und wenn davor eine arabische Ziffer steht, verweist die bereits auf die Folgenummerierung dann in der nächsten Generation. Nur zum Erwähnen, es gibt auch diese schönen Sanduhrtafeln, geeignet besonders für Präsentationen auf Familientagen etc., wo man eine zentrale, vielleicht noch den meisten Teilnehmern bekannte Person nimmt, drei Generationen darüber und dann die lebenden Generationen darunter, wo man schön dann auch die Verwandtschaftszusammenhänge darstellen kann. Sanduhr deshalb, weil es, wie gesagt, von einer Mittelperson aus nach oben sich verbreitert und nach unten auch. Zumindest war das früher so, wo die Leute mehrere Kinder hatten. Dann die Genealogieberichte, die in der Regel sich dadurch auszeichnen, dass sie besonders viel ergänzendes Material in Textform noch in die Nachfahrenlisten eingebaut haben. Hier hatte ich nochmal aufgeschrieben, ohne das jetzt ansprechen zu wollen, diese Berechnungen nach dem Kekulé-System, wer da Interesse für hat, das gibt es in der einschlägigen Literatur dann auch weiter erläutert. Ja, und letztlich Familienchronik, Ortsfamilienbücher und etc., die ja alle dasselbe Problem haben, diese entsprechende Darstellungsform zu wählen. Ich habe jetzt noch eine ganze Reihe von solchen Beispielen vorbereitet aus entweder generierten Nachfahrenlisten von Ahnenforschungsprogrammen oder eben aus Publikationen, wie sich dann beispielhaft solche Nachfahrenlisten darstellen lassen. Und dann können wir trefflich über das Für oder Wider noch diskutieren oder Fragen stellen oder natürlich jeder, der selber damit Erfahrung gemacht hat und sagt, ich finde das zum Beispiel ganz toll, was hier noch nicht zur Sprache kam, dann gerne auch vorgestellt werden. Soweit erst einmal
zu dem geschlossenen Vortrag. Jetzt wäre die Möglichkeit, schon erste Fragen zu stellen, während ich hier mal sehe, dass ich die ersten Beispiele hier aufrufe. Ja, wer fragen möchte, der müsste sein Mikrofon einschalten, und zwar in der Zoom-Leiste unten links. Da ist ein Mikrofon abgebildet, darunter steht Stummschalten. Wenn das Mikrofon durchgestrichen ist, bitte einmal draufklicken und dann kann man seine Frage direkt stellen oder in den Chat schreiben oder die Hand heben über die Teilnehmerliste. So ist jetzt die Ansicht hier, Nachkommen von Treuter Johann Gottlieb, zu sehen für alle? Ja, also ich kann sehen, ja. Gut. Ich habe eine Frage. Mhm. Und zwar, was für ein Programm ist das hier? Oh, Family Tree Maker? Ja, das ist Family Tree Maker Deutsch, die 2010er Version. Und da ist die Beta-Version, genau. Das ist die darin integrierte Nachfahrenliste, jetzt ohne die ganzen Anmerkungen und Quellen. Sonst wäre das Ganze doppelt so lang. Können wir gerne auch versuchen zu generieren noch. Mir ging es aber jetzt primär erstmal um die Darstellung der Nummerierung. Die ergänzenden Informationen verlängern ja faktisch dann, da habe ich nachher auch noch Beispiele aus Publikationen, die Abstände zwischen den einzeln auftauchenden Nummern. Das macht vielleicht auch noch mal deutlich, wie wichtig diese Nummerierung ist. Weil teilweise dann auf einer Seite nur eine einzelne Nummer auftaucht, manchmal sogar auf einer Seite gar keine, je nachdem, wie viele Informationen man zu der jeweiligen Person unterbringen wollte. Und das führt dazu, dass man dann sehr schnell die Übersicht verliert, wenn diese Nummerierung nicht in sich schlüssig ist. Das ist also hier dieselbe Nummerierungsart, die vorhin auch in dem Vortrag, in dieser kleinen ein- oder zweizeiligen Darstellung da kam. Die können wir jetzt hier mal etwas deutlicher verfolgen. Wir haben also hier bei dem Ausgangsprobanden, bei der Ausgangsperson 1, erstmal nur ein Kind angegeben. Insofern macht dann die Nummerierung, wird dann noch nicht deutlich. Wir haben also dieses Kind römisch 1 hier in kleinen römischen Kleinbuchstaben dargestellt. Das ist häufig so zu finden. Ist also kein I, sondern das soll eine kleinrömische 1 sein, die es real nicht gibt. Aber warum auch immer, die Designer haben sich dafür entschieden. Die arabische Zahl davor verweist dann darauf, wo es weitergeht. Hier finden wir das dann gleich dahinter, weil es hier eben nur ein Kind gibt, beziehungsweise nur ein Kind eingegeben wurde und die Geschwister unbekannt sind. Hier kann man also den Anschluss von dieser 2 zu dieser 2 sofort sehen. Man stelle sich jetzt da 10 Kinder vor mit diversen Angaben, dann kann man dann 3-4 Seiten weiterblättern, dann wird das existenziell für das Verständnis, dass dieses System funktioniert. Kann man das eventuell ein bisschen größer machen? Das können wir versuchen. Das wird auch gehen. Jetzt haben wir es nur zweifach. Wir kriegen das noch größer. Ist das gut so? Also bei mir verändert sich nichts. Bei mir steht das Bild. Ich kann das auch nicht durchlesen. Generation. Ja, vielleicht müsstest du in der Ansicht hier bei unter Nachkommenbericht vorschalten. Ja, genau. Jetzt ist es besser. Ja. War aber ich jetzt. Ja, genau. Ja, hier war oben dann Freigabe wieder fortsetzen oder so. Ja, okay. Also, wie gesagt, wir machen das bei uns in der Gesellschaft jetzt noch nicht so lange. Ich bin noch so firm bei Zoom. Das ist ja auch nicht schlimm. Feinheiten, aber wir kriegen das hin. So, jetzt müsste es gut zu sehen sein für jeden. Diese kleine römische 1, ne, bei Treuter Johann Gottlob, genau, ja, das kann man sehr gut sehen. Hier müsste man, wenn der jetzt 5, 6 Kinder hätte, wäre das jetzt eben römisch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Und zu all den Kindern, da kommen wir nachher noch, wo
muss ich mal gucken, dass wir was finden, wo mehrere Kinder sind. Hier zum Beispiel. Ja? 1, 2. Hier haben wir bei beiden eine arabische Ziffer davor, die also darauf verweist, unter welcher Ziffer wir diese Person in der nächsten Generation dann als führende Ziffer vor dem Namen wiederfinden. Also mit führende Ziffer ist die vorne gemeint. Ne? Dann sieht man hier, ja, ist jetzt natürlich, da es so vergrößert ist, ich gehe nochmal, also wir haben hier Kind 1, geht weiter in der nächsten Generation unter der Gesamtzählung 4. Kind 2 unter 5. Kind 3 unter 6. Und dann haben wir hier noch Kind 4 und Kind 5, wo keine Ziffer davor ist. Das sagt klar aus, zu dieser Person gibt es nichts weiteres oder wird in dieser Darstellung nichts weiter ausgeführt. Das erschöpft sich dann eben in diesem Abschnitt. Der Grund mag verschieden sein, entweder ist es für diese Publikation nicht wichtig oder es ist ein Kind, was als Kleinkind verstorben ist, wo es einfach nichts gibt, ja, wo es auch keinen Sinn macht, das nochmal aufzuführen in seiner nächsten eigentlichen Generation, ja, oder was auch immer. Wogegen beim 7. Kind haben wir wieder eine Weiterleitung. So, wir sind also in der nächsten Generation und da finden wir dann die 4 als erstes wieder. Reutler Paul ist, ich gehe wieder hoch, diese 4 hier. Und siehe da, ist er auch. Ja, so, dann tauchen natürlich bei dessen Angaben dann auch wieder sämtliche Kinder auf. Die Kinder werden immer wieder in diesen römischen Ziffern neu gezählt. Wieder mit dem Verweis dann auf die volle Durchnummerierung in dieser Version in der nächsten Generation. Hier sieht man auch wieder, einer ist ausgelassen. Ja. So, dann kommen die nächsten. Also das System, denke ich, müsste so nachvollziehbar sein. Ne? Ja, hier gibt es bis zu 11 Kindern. Nee, sogar mehr noch. Ja. Eine Frage. 10. Hm? Da wo es Treutler, Johanne und dann den kleinen Asterix gibt, was bedeutet der Asterix? Ja, das ist nur wieder eine Sache von mir. Damit ist der Rufname gekennzeichnet. Okay, gut. Okay. Ja, das ist eine Sache, die weil ein Family Tree Maker dafür nichts vorgesehen hat. Das teilweise aber recht ja, wichtig ist. Aber das ist eine sehr gute Idee, Christian. Mhm. Einen Stern davor, dahinter zu machen, hinter dem Rufnamen. Eine sehr gute Idee. Sehe ich auch zum ersten Mal so. Mhm. Das Übliche wäre ja sonst der also eine Unterstreichung für den Rufnamen. Ne? Das gibt das Programm aber nicht her. Und man will es auch nicht zu auffällig machen. Und da fand ich das eine ganz interessante Lösung. Ja, auch im Text, ja, der ja automatisch generiert wird, wird das auch beibehalten. Und das ist ein guter Hinweis. Und was bedeutet die kleine hochgestellte Zahl hinter dem Vornamen? Zum Beispiel bei Ziffer 7, Treutler, Eduard und dann die hochgestellte 4? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, das ist immer die Ziffer des unmittelbaren Vorfahren. Auf die Weise kann man dann sozusagen, also man sieht auch hier, das fällt erst in der dritten, vierten Generation auf, dass hinter dem der jeweiligen Hauptperson dieses Absatzes ein Klammervermerk ist. Ne? Und in dem Klammervermerk wird nochmal die gesamte Filiationsreihe aufgeführt. Damit man, um sich zu vergewissern, wer war denn nun der Vater von dem, nicht wieder endlos vorblättern muss,
ich hatte ja mehrfach ausgeführt, das kann teilweise viele Seiten umfassen, sondern indem man gleich auf den ersten Blick hat, aha, Treutler Eduard ist der Sohn von Eduard Gottlob, der Enkel von Johann Gottlob und der Urenkel von Johann Gottlieb. Und mit Johann Gottlieb I beginnt diese ganze Nachfahrenliste. Ja, sodass ich mir hier zumindest von der Übersicht her das Blättern oder Scrollen in dem Falle erspare. Macht aus meiner Sicht Sinn. Ja, sehr praktisch, danke. So. Wir sehen, das geht hier. Sind wir in der fünften Generation? Ja, hier wieder die fünf. Es ist also faktisch die, man kann diese Ziffer auch als die Generationsziffer bezeichnen. Ja, und letztlich wird dann mit der Anzahl der Generationen dieser Klammervermerk natürlich immer länger. Ich finde es super nützlich, wenn man mehrere Leute mit den gleichen Namen hat, sodass man sie besser unterscheiden kann. Richtig. Und das ist letztlich etwas, was uns ja alle betrifft, denn mit dem Problem wird jeder von euch schon zu kämpfen gehabt haben, dass unsere lieben Vorfahren, was die Vornamenvergabe angeht, ja nicht sonderlich kreativ waren. Ja, im Endeffekt haben die offensichtlich so 4, 5 Vornamen für Mädchen und Jungen gekannt und die dann in immer gleichen Reihenfolgen kombiniert, sodass da nicht viel Raum bleibt. Das hat eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen, dass da, sage ich mal, ein bisschen exotischere Namen oder eine größere Vielfalt verwendet wurden. Ja, oder weil sie immer nach dem Paten benannt worden sind. Der Pate hieß aber auch wahrscheinlich schon so wie die Schwester oder so und dann war es nicht sehr kreativ. Richtig. Es ist letztlich immer in der im selben Kreis geblieben. Hat auch Vorteile, natürlich, so eine stringente Namengebung, gerade bei der Überwindung von toten Punkten, dass man dann davon ausgehen kann, dass der, den man sucht, eine sehr ähnliche Namenskombination aufweisen sollte. Trifft das nicht zu auf den, den man meint, gefunden zu haben, ist das auch ein starkes Indiz dafür, dass man falsch liegt. Ja. Wir sehen also, hier füllt dann diese Zeile in der fünften Generation dann schon 2 Zeilen. Ich habe eine Frage zu dem Text. Da steht immer, sie verstarb, er heiratete oder war von Beruf. Gibt das Programm die Texte vor oder wie haben Sie das? Das Ding habe ich gerade vorhin generiert. Also das ist wirklich ein vollautomatisch erzeugte Nachfahrenliste. Weil das plustert das Ganze ja nochmal auf, ne? Richtig. Wenn ich nachher Publikationsdarstellungen zeige, da haben wir das nicht so gemacht. Ja. Ich habe mal eine Frage zur korrekten Generationsbezeichnung. Ich stoße immer wieder im Programm darauf, dass die eine bei den Probanden mit der Generation 1 beginnen, andere Programme beim Probanden mit der Generation 0, sprich dann die Eltern Generation 1. Was ist eigentlich richtig genealogisch korrekt? Also man beginnt eigentlich mit einer 1, eine 0 gibt es nicht. Die 0 wird höchstens interessanter. Ach, genau. Ja, die 0 wird höchstens interessanter, wenn man ja auch vertextet so eine Sanduhrdarstellung. Da bleibt einem ja nicht viel was anderes übrig, als sozusagen positive und negative Generationen zu zählen. Da kommt man um die 0 wohl nicht drum rum. Und da macht es vielleicht auch Sinn, den Probanden die 0 zu geben. Wenn man sozusagen monodirektional entweder die Ahnen oder die Nachfahren darstellt, sollte man schon bei 1 beginnen. Bei Ahnen ohnehin, sonst macht die Kikoli-Bezifferung keinen Sinn, da gibt es keine 0. Ja. Darf ich kurz einwerfen, dass es gerade bei dieser mathematischen Struktur schon Sinn macht, dass der Proband immer 0 ist, weil man hat ja pro Ahnengeneration immer 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 Ahnen in der Ahnentafel. 2 hoch 0 ist 1, das ist der Proband. Richtig. Ja, also
es macht schon Sinn, dass das Proband immer als Generation Null gezählt wird, sowohl bei den Vorfahren als auch bei den Nachfahren. Kann man wieder machen. Habe ich aber noch nie gesehen irgendwo. Nee, da kann ich vielleicht noch eine Anmerkung geben. Zu diesem Family Treemaker gibt es ja auch dieses Family Book Creator von Stefan Harms. Und wir haben gerade ein Buch gemacht über 5 Generationen, das ist ungefähr so 300 Seiten stark. Und da haben wir das bei der ersten, als wir das erste Mal erzeugt haben, haben wir die Nummer 1 genommen, die Generation 1. Dann waren aber die Urahnen, die stecken dann mitten im Text, die wurden nicht gesondert hervorgehoben. Dann haben wir das nochmal mit der Null gemacht und dann waren die Urahnen, die waren dann in der ersten Position dargestellt und dann eben die Kinder. Und wenn man eben bei der 1 anfängt, dann wird die erste Generation gar nicht gesondert dargestellt. Wird dann nur als Eltern genannt bei den Kindern dann. Ja, das hängt natürlich damit zusammen, diese Nummerierungssysteme wurden zu Zeiten geschaffen, als es noch keine Computer gab, wo alles per Hand gemacht wurde. Unter den Bedingungen, dass sowas sozusagen automatisch generiert wird und automatisch berechnet wird, ergeben sich dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten beziehungsweise Zwänge, das sozusagen computergerecht auch zu erfassen. Und insofern muss man sich dann letztlich entscheiden, welches Programm benutzt man, wie ist das eingestellt, wie sind die Programme überhaupt an die Sache herangegangen. Man kann natürlich sozusagen auch diese historisch gewachsene Darstellung per Computerprogramm vorgaukeln. Ja? Das ist so, wie das ursprünglich ist. Man kann es aber auch, wie gesagt, so wie es mathematisch sich besser ausdrücken oder also vom Grundsatz her ausdrücken lässt, wenn man es automatisch generiert, belassen, ist letztendlich, wie vieles, eine Ansichtsfrage, was einem besser gefällt. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn man zum Beispiel jetzt jemand auf dieser Seite suchen möchte, ich bin überhaupt nicht familiar mit Family Tree Maker. Ich benutze Roots Magic. Mit diesem Text hier kann man Control Find drücken, damit man einen Namen suchen kann oder ein Suchwort suchen? Ja, kann man grundsätzlich. Okay. Die werden ohnehin, kann man die als PDF-Dateien exportieren, die durchsuchbar sind. Ja. Okay. Das ist also kein Problem. So, ich bin jetzt mal fast ans Ende gegangen. Da sind wir in der 10. Generation. Da kann man dann mal sehen, da geht dieser Klammervermerk, ja, mit den Vorfahren, ja, von hier oben schon bis hier unten. Ja, der füllt also schon fast den gesamten ersten Absatz. Und da taucht inzwischen dann, ja, also hier geht es dann bis. Darf ich da mal was die ganzen, ganzen Generationen abwärts? Ja. Darf ich da mal was fragen? Ja. Weil das geht nämlich jetzt los, ne? Also Passin Volker, 10. Generation oder 10, Passin Arthur Herbert 9, dann geht das runter bis 1. Und da, wo jetzt zu erwarten wäre, dass die Klammer zu Ende ist, geht es wieder los mit Passin Arthur Herbert 9. Ach, das ist nur doppelt drin aus irgendwelchen Gründen. Gucken Sie mal, da ist irgendwas doppelt, dann geht es runter bis 8. Ja, Passin Gottlob, ne, aber schon zum zweiten Mal und dann kommen Namen ohne. Da hat das Programm irgendetwas nicht richtig gemacht. Mhm. Der war ja eigentlich schon fertig, ne? Der war ja schon bei dem Gottlieb, der 1 war. Mhm. Das sind jetzt, ja, weil das ist keine, kein direkter Nachfahre. Ja? Da wären faktisch, also hier muss man, faktisch könnte man auch ein Kolon setzen, weil das beruht, sind faktisch 2 Linien. Ja, das passiert dann bei der automatischen Generation, wenn es kein direkter Nachfahre ist. Ja klar, der direkte Nachfahre kann nicht einen anderen Namen haben, ne? Aber das ist ja das Problem bei Nachfahrenlisten, spaltet sich das ja, wenn man nicht nur eine Stammlinie hat,
spaltet sich ja das endlos auf. Ja? Und um dann darzustellen, wer die Vorfahrengenerationen sind, müssen auch mehrere Linien dargestellt werden. Ich glaube, es wäre auch interessant, wenn man zum Beispiel es einen Mann gibt, der seine Frau verloren hat, weil sie gestorben ist, und dann heiratet er vielleicht eine Schwester oder dann eine andere Frau und dann hat man diese Kinder und dann hat man jetzt im Prinzip eine Splitterung in der Familie, so dass man das besser, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, to track it, also es, es jagen. Nachvollziehen. Ja, danke. Davon möchte ich gar nicht reden, das müsste man mal ausprobieren mit dieser automatischen Generierung. Wie er das dann oder wie das Programm das dann darstellt. Hier sind es ja durchweg faktisch die direkten Darstellung der direkten Linie nach hinten. Wir haben ja immer hier 10, 9 geht zurück und dann fängt es irgendwann wieder bei 10, 9 an. Also wir sind ja hier bei Generation 11. Ja, da weiß man sofort, aha, klar, das ist hier kein Nachfahre der direkten väterlichen Linie zu dem ursprünglichen Probanden, sondern hier muss ich mehrere kombinieren. Sind ja hier auch zwei aufgeführt mindestens. Aber das sind ja dann keine Zahlen mehr. Also ich bin da noch nicht so hintergestiegen. Ich dachte zuerst, das wäre eine Art Implex. Diese Yvonne ist halt zweimal die Nachfahrin von dem Dietmar Passin. Aber da, das ist ja los 10, 9. Nee, das, wir haben hier einmal die Teutler-Reihe und einmal die Passin-Reihe. Aha. Na, hier geht's. Ja. Na? Es wird dann auch bei diesem System offensichtlich, müsste man jetzt gucken, ab welcher Generation unübersichtlich. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht sehr informativ, ne? Genau. Deshalb zeige ich jetzt gleich noch mehrere andere Darstellungen. Mhm. Es ist letztlich, wie bei jedem Ahnenforschungsprogramm, wird euch wahrscheinlich schon jeder erzählt haben, der über Ahnenforschungsprogramme berichtet hat, es gibt kein Ideales. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Das ist also eine Person, die nicht unbedingt richtig da reingehört. Kann man das auswählen, dass die anderen Linien, dass sie nicht erscheinen? Oder dass ich kenne das immer nur, dass nur die Vorfahren eben einmal dargestellt werden und nicht parallel hier mehrere nebeneinander. Die habe ich noch nicht gesehen. Kann man das einstellen bei dem Programm? Diese Darstellung ist nicht veränderbar. Also habe ich jedenfalls nicht erkennen können. Oder wir haben wir sehen hier oben zum Beispiel Generationskennzeichen. Das sind eigentlich die Sachen. Da ist hier einstellbar die ältesten väterlichen Vorfahren als Bezugsperson. Das ist das, was wir hier sehen in dieser Klammer. Was aber, wie gesagt, bei, weiß ich ja, Generationen 8, 9, 10, ich habe es jetzt hier auf 14 Generationen, ist das schwer zu durchschauen dann noch. Was bietet dann noch? Alle Referenzen beziehen sich auf die Startperson, können wir mal ausprobieren. Ja. Aber darf ich mal eben kurz was sagen an den Heinrich? Das ist ja jetzt auch keine Vorfahrenliste, sondern das ist eine Nachfahrenliste. Genau so ist es. Der älteste Vorfahre von dir, der hat ja nicht nur ein Kind gehabt und das auch wieder nur ein Kind, sondern die haben ja selber 3, 4, 5 bis 10 Kinder und mehr gehabt. Und da ist ja in dieser Nachfahrenliste sind ja alle Kinder und deren Nachkommen aufgelistet. Genau so, das meinte ich ja vorhin, dass die nach hinten riesengroß werden. Richtig, und nicht die Vorfahren. Und der Heinrich meinte, dass er praktisch der Proband ist und von da aus gehen nur die Vorfahren. Nee. Da also hier ist der Proband ist genau ja die oberste Person und dann alle Nachfahren. Und da sind ja auch alle Töchter drin, die früher ja regelmäßig dann einen anderen Ehenamen bekommen haben, sodass logischerweise, wenn ich bei den Nachfahren der Familien der Töchter, muss ich bei ganz anderen Namen, teilweise eben über 10 Generationen, bei 10 anderen Nachnamen, wenn es immer über Töchter geht, ankommen. Ja? Und wenn ich dann sozusagen in diesem Klammervermerk, wird das Ganze ja dann nach hinten wieder aufgeräufelt, um die Beziehung darzustellen zu diesem Ersten. Und dass das natürlich dann bei 10, 14 Generationen extrem unübersichtlich wird oder schwer nachvollziehbar für jemanden, der sich in der Familie nie auskennt, das bleibt nicht aus. Ja?
Und dann haben wir eben hier so ein Klammervermerk, wo man sagt, der sagt im konkret eigentlich immer nur aus, die Vorfahren dieser Person, ja, in den die ist Generation 11 in dieser Nachfahrenliste, sind in die folgende, die zu dieser Person 1 führen, die da sozusagen in diesen Generationsfolgen sind. Also in Generation 10 ist der Vater, das ist dann noch einfach, ja. Aber wir finden eben in der Generation 4 taucht der auf, ja, und dann, also das wären dann 7 Generationen zurück von der, würde der auftauchen als direkter Vorfahr, wenn auch nicht in der väterlichen Linie. Also diese Information gibt das schon her. Ja. So, jetzt hat er übrigens neu generiert vorhin mit der Prämisse oder diesen Ausgangsfunktion, alle Referenzen beziehen sich auf die Startperson. Da sehen wir auch, dass ich das hier geändert habe. Die sind, also die Klammervermerke in der 11. Generation sind kürzer geworden. Ja. Das führt also immer jeweils direkt zu diesem Johann Gottlieb 1, wo es ja nur einen gibt, hin. Damit kann man das etwas verkürzen. Hat man ausgewählt, hier die ältesten väterlichen Vorfahren als Bezug zu verwenden, kommt man logischerweise zu anderen Ergebnissen. Ja. Man da mal die Yvonne jetzt als Vergleich aufführen, dass wir mal da jetzt bei ihr gucken, was da jetzt steht. Das war eben die Yvonne Passin. Oder Passin. Wo war jetzt die Yvonne? Also vorhin hatte die Yvonne Nummer 79. Ah, das ist gut aufgepasst. Ja, kann ja sein, dass sich das ändert, wenn man das neu generiert. Ja, ist sie jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist er 80. Ich glaube, da war sie, oder? Ja. Oder war das eine andere Yvonne? So, die 80. Gut, was sollten wir da jetzt nachgucken? Einfach mal gucken, wie sich das... Jetzt steht im Grunde genommen das Gleiche da wie eben. Das ist das Gleiche. Jetzt gehen wir hier ganz klar von einem Probanden aus. So, das ist die erste Linie, ne? 10 bis 1. So, dann fängt es wieder mit dem Dietmar an. Das scheint auf diesen Implex hinzuweisen. Aber das, was ich mir nicht erklären kann, ist, es geht Dietmar, es geht Hermann Paul, das ist der von oben. Und die folgenden Leute haben überhaupt keine Generationenanzahl. Aber wir gehen doch jetzt von dem Implex eigentlich aus. Deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz, wie diese Vorfahrenreihe da hinkommt. Denn das sind ja dann eigentlich Personen, die mit der Ursprungsperson überhaupt nicht, mit der Startperson gar nichts zu tun haben. Nämlich dem, wie hieß er jetzt gleich da, dem Dingsda-Bumster. Jetzt ist er weg. Wo ist er denn? So. Der Heiko hat reingeschrieben, müsste man direkt am Stammbaum überprüfen. Haben Sie da einen? Dass man mal gucken jetzt habe ich hier, das vorhin, wo hier welche ohne Ziffer waren, da war ich hier oben drauf gekommen. Hier gibt es nämlich noch eine dritte Auswahl. Ja. Eltern der Startperson als Einwanderer festlegen, was immer das Programm damit meint. Da bin ich zufällig eben drauf geraten. Ah, okay, alles klar. Erschließt sich mir auch nicht. Jetzt bin ich wieder bei alle Referenzen oder eben, wenn man vorhin wieder die ältesten väterlichen Vorfahren, dann gibt es auch immer eine Nummer. Was die mit dem anderen, da müsste ich jetzt selber in der Bedienungsanleitung nachgucken, was das sein soll. Ja, genau. Okay, aber dann haben wir das geklärt. Alles klar, richtig. Super, danke. Normalerweise muss da eine Generationsziffer sein. Ja. Also, das ist klar. Gut, gucken wir uns mal was anderes an. Wir sind jetzt bei... Ups. So.
Ich habe eine Frage. Und noch mal neue Freigabe wieder, ne? So. So. Oh, Herodes. Sehen wir jetzt alle dann ein anderes Programm, ja? Ja, Herodes, ne? Genau. So. Dann gucken wir mal hier unter Berichte. Da nachfahren. Da bietet da wieder mehrere verschiedene an. Nehmen wir mal komplett. Da bietet er an, eben diese Kekulé-Nummern davor zu setzen. Ja. Dann bietet er eben zwei verschiedene Nummerierungen an, alphabetische Nummerierung und Dabouville-Nummerierung. Da können wir auch mal ausprobieren. Dabouville-Nummerierung, das ist auch ein Genealoge aus dem 19. Jahrhundert. Das müsste ungefähr eine Erweiterung von dem letzten System sein. Der hat das nämlich noch mit Buchstaben erweitert. Kannst du mal buchstabieren, wie dieses da? So, D. Apostroph, ja? Also von ja. Abouville. R. Abouville. Got it. Also A. A B O U V I L L E. Abo. Genau, so. Das muss man mal ein bisschen größer machen. So. Den kennen wir ja nur schon. So, die stellen das nur alles ganz anders dar hier, ne? Das, also die nehmen das Wort Liste wörtlich und haben eine Tabelle draus gemacht und sparen sich zum Beispiel jeglichen Fülltext. Geredes habe ich auch noch nicht lange auf dem Computer, da bin ich auch immer noch ein bisschen überrascht, was da sich so nun alles tut. Und die bieten hier vorne eine direkte Nachfahrennummer an. Und das ist jetzt die nach dem Dabouville-System. Was ich persönlich ein bisschen unübersichtlich finde, weil die nummerieren nun noch zusätzlich mit Buchstaben. Aber man kann das ja eigentlich, wenn man statt den Buchstaben einfach auch eine Ziffer nimmt, dann hätte man den ältesten Vorfahren 1, Generation 2, 1.1, Generation 3, 1.1.1, weil da kann man dann ja auch wirklich sofort die Generation sehen. Ja, hier ist das, genau. Hier ist, also vorhin haben wir ja auch arabische Ziffern, römische Ziffern und hier ist nur arabische Ziffern und Buchstaben. Das Problem ist bei dieser Nummerierung eigentlich ein anderes. Nicht unbedingt das mit den Buchstaben, sondern wir sehen ja was, die werden immer länger, die Zahlen. Ja, dann sind hier hinten nochmal Buchstaben, ist dann, wenn mehrere Zweige faktisch sich aufsplitten, im Adelshaus würde man sagen, wieder ein neues Haus begründet und im Endeffekt wären das hier Bandwurmdinger. Man kann aber gut man kann gut springen, indem man sagt, okay, ich suche jetzt, keine Ahnung, die Eltern von der Damaris und dann nehme ich halt die letzte Ziffer weg und der Rest ist dann die Nummer des Elternteils. Das ist dann der Vorteil. Der Nachteil ist tatsächlich, die werden mit mehreren Generationen natürlich ewig lang. Richtig. Das ist alles Geschmackssache. Ich trete hier oder möchte in keinster Weise jetzt sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Das ist wie mit den Ahnenforschungsprogrammen an sich. Gibt sicher auch schlechte und besonders gute, aber diese Nummerierung, die sind zigtausendfach durch Leute weiterentwickelt und genutzt worden und die einen bevorzugen die eine Darstellung, die anderen die andere. Mein Ziel ist eigentlich nur, die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen. Und dann möge jeder für sich entscheiden, wenn es für seine private Darstellung in der Familienchronik oder wie auch immer ist, was er dann nun besser findet oder seinen Interessenten besser erläutern kann. Ich finde es persönlich, diese Darstellung hier etwas verwirrend, weil das, was man gegebenenfalls auch in der Familienchronik oder Ähnlichem veröffentlicht, sich ja nicht immer nur an Genealogen richtet. Und da könnte sowas hier schon abschrecken. Was ich da jetzt noch nicht verstanden habe, also wie gesagt, logisch nachvollziehen könnte ich, der älteste Vorfahre 1, erste Kind 1.1, erster Enkel 1.1.1. Er nimmt hier manchmal ein A oder ein B, aber nicht in jeder Generation. Was sagt er denn da mit 1a jetzt? Das ist jetzt nicht das Kind von 1, ne?
weil er hat nicht in jeder Generation diese Buchstaben. Das verwirrt mich jetzt etwas. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass ich natürlich, das liegt noch da, was eingegeben ist ins Programm. Also das ist ja jetzt kein Muster, Konvolut, sondern ein realer Stammbaum. Und da interessiert er die eine Linie mehr als die andere. Wenn man jetzt jede Linie, also von jedem Geschwister in jeder Generation fortführen würde, würden wir vermutlich am Ende des Alphabets irgendwo ankommen, im Zweifelsfall. Das ist einfach der Grund, man ist an, trotzdem präferiert man bestimmte Stammlinien. Ja, und deshalb sind die Buchstaben hier relativ gering. Ja, aber ich meine, ich habe den Sinn der Buchstaben noch nicht verstanden. Man tut jede Generation mit einer Ziffer beziffern, aber was sagt dieser Buchstabe denn? Also guck mal, Generation 1 hat er jetzt gar keine Nummer gegeben. Nee. Generation 2 ist eigentlich 1a, Generation 3 ist 1a1, dann kommt eine ganze Weile nichts und unten haben sie dann auf einmal wieder die sechste Generation, wo es wieder ein A oder ein B gibt. Wie gesagt, ich könnte mir logisch nachvollziehen, dass, also so habe ich es übrigens selbst gemacht bei mir, dass eben der älteste Vorfahre die 1 ist, das älteste danach das Kind 1.1, der Enkel 1.1.1, das heißt, dann kommen dann nur Zahlen. Und wenn einer 12 Kinder hat, dann ist er eben 1.12. Aber ich habe jetzt den Sinn nicht verstanden, wann da Buchstaben sind. Es ist nicht in jeder Generation ein Buchstabe und wann da keine sind. Ich gehe davon aus, dass das hier daran liegt, hier haben wir ja nur eine Person. Stellen wir vor, der hat einen Bruder, dann wäre das 1b. Ja? Deshalb ist hier immer vorne 1a, weil alles von dem einen abhängt. Also man muss auch, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den man achten muss, mit welchem Datenmaterial hat man es zu tun, was man darstellen will. Ja? Also habe ich ein, ich sage mal, ein Datenmaterial, was faktisch wirklich alle Geschwister jeweils darstellt und weiter verfolgt, dann bietet sich möglicherweise dieses System ganz gut an. Habe ich Datenmaterial, was zumindest ein ganzes Stück weit am Anfang, ja, wirklich nur die eine Stammlinie nachzeichnet, bevor sich es dann erst in jüngerer Zeit aufspaltet, wo man aber dann sozusagen aufgabenlos diese 1a mit sich schleppt über Generationen, dann bietet sich vielleicht ein anderes System besser an. Ja? Also man muss wirklich gucken, was für Datenmaterial hat man. Vielleicht, Gerd, darf ich hier mal noch eine kurze Frage stellen? Ja, cool. Ich verwende Heredis auch. Ich habe gerade die gleiche Liste offen. Ich habe da keine Buchstaben. Ja, das kommt ja darauf an, was man gewählt hat. Als wo war jetzt hier der... Liegt das in den Einstellungen, oder? Ja, beim Generieren der Liste. Ich habe das Dabouville-System genommen. Ja, ich auch. Ich auch. Ja? Mal zu hier. Also ich habe hier einfach Nachfahren komplett und diese Einstellung hier. Gerichte, Nachfahren komplett. Ich könnte zum Beispiel, ich habe einen Haken bei Generationen anzeigen. Oder, also irgendwo musst du was anders gemacht haben. Hier ist übrigens ganz hübsch, was ich vorhin erwähnte. Hier kann man einstellen, ob man die Implex-Zweige anzeigen will oder nicht. Das ist eine schöne Sache eigentlich. Bietet nicht jedes Programm. Okay. Also irgendwas, ist egal. Irgendwas läuft da gerade seltsam. Ich habe die gleichen Einstellungen gerade genommen wie du und habe keine Buchstaben. Komisch, ne? So, ich mache mal die alphabetische Nummerierung, gucken wir uns die nochmal an, was er uns da anbietet. Ja, da werden die Ziffern gegen Buchstaben ausgetauscht. Ist noch weniger brauchbar in meiner Augen. Ja, ja. Aber nur zur Info, wie gesagt, ich habe hier die Nummerierung, so wie du vorhin gemeint hast, einfach nur 1.1.2. Ja. Da ist irgendein Haken anders. Irgendwo muss da wohl noch was anderes sein, ja. Wo ist der Haken an dem Haken, ne? Ja.
Kann ich euch einen Vorschlag machen? Ich kann euch einladen. Wir haben eine Vorstellung Zoom-Meeting im Februar hier in Dithmarschen. So, gucken wir uns jetzt mal. Ja, gehen wir mal von den Programmen weg. Wie gesagt, da muss man ja auch das schlucken, was die Programme bieten, und kann bestenfalls hinterher dann mühselig das per Hand wieder ändern. So, gehen wir mal in händisch erstellte Nachfahrenlisten aus Publikationen. Also das ist hier aus unserer Vierteljahreszeitschrift, Brandenburgische Genealogische Nachrichten. Die Nachfahren dieses Michael Poller, Kantor, da haben wir folgende Darstellung gewählt. Ist das erkennbar oder soll ich es größer machen? Größer, ne? Größer. Ja, so ist gut, ja. So, ne? Vieles wird man wiedererkennen, manches ist anders. Hier ist zum Beispiel der Bezug zur vorherigen Generation als Klammerziffer dahinter. Ja, also das hier heißt, Nummer 2 ist Michael Pollack, Sohn von 1. Ja. Hier sind auch die Kinder ebenfalls arabisch durchnummeriert. Und dann findet man hier hinten eine rote 2. Rot deshalb, damit es auffällt und nicht mit dem Datum noch verwechselt wird. Das ist schlicht der Hinweis, hier geht es weiter. Das ist nämlich wieder die 2. Diese Bezifferung in ähnlicher Art haben wir oder nutzen wir jetzt für unsere Publikation eigentlich häufig, um die gewollte Stammlinie leichter nachvollziehbar zu machen, die ja dann oftmals zum Autor hingeht bei Nachfahrenlisten. Ja. Hier haben wir auch wieder dreimal eine rote Ziffer dahinter, die immer zeigt, wo die Person dann wieder auftaucht. Das hatten wir vorhin bei der anderen Nummerierung, wo dann die Kinder römisch beziffert waren, hatten wir diese Ziffern faktisch davor. Das ist einfach wieder eine andere Version. Ja, und genauso wie, was wir vorher sozusagen in dem ersten Klammervermerk hatten, wer war der Vater, haben wir hier in dem Klammervermerk hinter der Ziffer. Also einfach wieder eine andere Darstellungsversion. Ja. Also immer, wo eine rote Ziffer dahinter ist, geht es weiter. Die anderen hier, die enden ohne weitere Informationen zu der Person. Ja. Und Person 4.1 ist der Sohn von Person 3.2. Hat man immer gleich die Information. Ich gehe mal ein bisschen weiter bei späteren Generationen. Ja, hier sind wir dann in der fünften Generation mit Hinweis auf die sechste. Man hat ja meistens deutlich, wenn man denn alle gefunden hat, aber deutlich mehr Kinder, als nachher wirklich irgendeine Linie fortsetzen. Ja. Was man hier nicht hat, wir haben hier immer nur angeführt den unmittelbaren Anschlussvorfahren und nicht die ganze Reihe. Geht hier aber auch, weil dieser Artikel, das sind eben, was weiß ich, 6 oder 8 Seiten, das und ohne weiteren Text dazwischen, wenn ich das jetzt wieder verkleinere, kann man das eigentlich, sind zwar insgesamt 7, 8 Generationen, ja, aber lässt sich ganz gut nachvollziehen. Also vom Überblick her. Man ist also, wenn man jetzt hier hat, der Vater von der 8.8 ist die 7.2, kann man schnell rüberrutschen und hat hier die 7.2. Hat man eine Darstellung gewählt mit sehr viel Sekundärinformationen darunter, ja, wo es dann also teilweise seitenlang ist, ist diese Nummerierungsart weniger gut geeignet. Hat man aber den Willen, das so kurz und bündig übersichtlich darzustellen, muss man ja nicht
sozusagen die Seite füllen, indem ich jetzt jedes Mal bei jeder Person diesen Klammervermerk über sämtliche Generationen fortführe. Wie nennt man das nochmal, dieses Zählsystem? Nummerierungssystem, hat das einen Namen? Nein. Nee, okay. Das hilft auch bei den anderen. Also ich habe mir die ehrlich gesagt auch nicht gemerkt, diese verschiedenen. Die heißen dann teilweise Damovil modifiziert oder dritte Variante der Modifikation und so. Okay. Zu den allerwenigsten Modellen gibt es auch einen konkreten Namen. Mhm. Einfach weil es zu viele gibt. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Also das hier ist eine Version, die wir recht gut finden für solche, also einmal für, gut sind zwar 8 Generationen, aber für solche Kurzübersichten, wo keine Sekundärinformationen enthalten sind. Also wo man recht viel Material, also Basismaterial, sprich Name, Geburtsdatum, Sterbedatum und so weiter und nur noch der Beruf, also recht viel Basismaterial kompakt dargestellt werden soll. Ja, also ich finde das auch wesentlich besser als diese Ausschmückung mit den Textblöcken. Ne? Ja. Ich meine, das ist auch wirklich nur Ausschmückung, aber hier fehlt ja auch tatsächlich Faktenzusatzmaterial. Mhm. Ja. Hier sind auch keine Quellen oder Ähnliches angegeben jetzt. Ja, wobei man da natürlich auch immer die unmittelbare Vorfahrengeneration hat, während man bei, ich sag mal, bei diesem Daboville-Schwanz, der wird natürlich sehr lang, aber ich kann natürlich sagen, okay, ich will einfach den Vorfahren der dritten Generation oder den Urgroßvater finden und dann brauche ich halt beim Großvater, tue ich halt 2 Ziffern weg und dann habe ich die Nummer des Großvaters und finde dann sofort, also da kann ich überspringend suchen dann. Was ich da nicht kann, da muss ich von Generation zu Generation zurück, ne? Vollkommen richtig, spart aber hier Platz, weil man das auf wenigen Seiten erledigen kann. Ja. Das unterstützt wieder so meine These, es gibt nicht die ideale Darstellungsform, sondern ich muss immer mir zuerst überlegen, A, welches Material habe ich und B, was davon will ich darstellen und wer ist der Adressat? Mhm. Und dann wähle ich mir sozusagen das möglichst Passende aus, wo dieser Zweck erfüllt wird und möglichst noch Platz gespart wird. Hier wieder was anderes. Das ist im Anhang eines längeren Buches. Das sind insgesamt, ich glaube, 17 Generationen. Ja, 17 Generationen. Man glaubt gar nicht, dass man das schaffen kann. Auch ohne Adel, sozusagen altmärkischer Bauernadel, funktioniert auch, kommt man auch bis zu Luthers Zeiten. Wenn ich jetzt mal von hinten nach vorne gehe, beachtet mal bitte die roten Zeilen. Ja, das ist der Implex, ne? Gut, woran hast du es erkannt? Ja, weil da standen ja die Paare da drin und das ist ja jetzt wieder eine Vorfahrentafel. Das ist eine Ahnenliste wieder. Das ist jetzt keine Nachfahrenliste mehr. Richtig, aber was ich eigentlich hinaus wollte, der auf den Ahnenimplex hier, es wird eben, wenn man in die Gegenwart kommt, immer weniger. Mhm. Oder beziehungsweise wenn man in die Vergangenheit geht, wird es immer mehr. Der Implex, der Ahnenschwund, wenn der irgendwie noch mal eine Schwester geheiratet hat oder so? Ja, zum Beispiel. Ganz so offensichtlich haben sie es nicht gemacht. Die haben, das war damals auch verboten. Aber Cousinen oder Onkel und Tante, das Nichte und Neffe. Der hat eine Schwester, der seiner ersten Frau geheiratet. Das ist dann kein Implex, Andrea. Das ist kein Implex, das ist kein Ahnenschwund. Ahnenschwund hast du nur, wenn die Brautleute gemeinsame Vorfahren haben. Mhm. Wenn der, er hat ja praktisch seine Schwägerin geheiratet, damit haben die keine gemeinsamen Vorfahren und damit hast du auch keinen Ahnenschwund. Okay, nochmal, aber langsam. Dann hat man extremen Ahnenschwund und das war bei Adels so. Gar nicht so selten. Okay, warte mal. Georg hatte mir diesen Heft geschickt und da ist ein Artikel drin. Und ich habe das einer meiner Freundinnen
vorgelesen, die auch Genealogie macht. Und wir waren ein bisschen perplexiert, weil wir haben das zwar gelesen und verstanden, aber es gab keine Beispiele. Also könnt ihr mir ein paar Beispiele geben, damit ich das richtig auf Deutsch verstehe, damit ich das auf Englisch erklären könnte? Weil auf Englisch habe ich noch nie davon gehört, dass es einen Namen dafür gibt. Also du hast... Ich habe beides in meiner Familie. Ich habe zum Beispiel fünfmal Urgroßelternpaar. Das taucht in meiner Ahnenliste dreimal auf. Das heißt also, irgendwo unter meinen Vorfahren, meine Urgroßeltern waren, glaube ich, Tante und Onkel dritten Grades oder sowas, und ein anderes Vorfahrenpaar war vielleicht Cousinen und Cousins zweiten Grades. Das heißt, diese Personen tauchen dann immer öfters auf und somit auch deren Eltern wieder. Das heißt, ich habe ja rechnerisch immer diese 2 hoch n Vorfahren. Tatsächlich, wenn du dir die als Personen vorstellst, sind es aber weniger. Das Beispiel, was Andrea meinte, habe ich auch in der Familie. Da haben 2 Brüder 2 Schwestern geheiratet. Damit haben die Kinder aber keinen Implex, weil die tatsächlich keinen Ahn, jeder, der da seine Ahnentafel macht, verliert ja keine Ahnen. Die haben zwar mehr gleiche Ahnen unter Cousin und Cousine als ich mit meinem Cousin, aber die haben innerhalb ihrer eigenen Vorfahrentafel keine Ahnen weniger. Also wenn die Brautleute gemeinsame Vorfahren haben, dann haben deren Nachkommen Ahnenschwund. Genau. Und wenn die Brautleute keine gemeinsamen Vorfahren haben, sondern verschwägert waren oder was auch immer, dann passiert das nicht. So kann man das kurz erklären. Ich glaube, bei Kate und William ist das auch so, dass die, ich meine, das hätte ich mal irgendwo gelesen, bei den Windsors, dass die auch irgendwo, obwohl Kate ja eigentlich eine bürgerliche ist, irgendwo auch gemeinsame Vorfahren haben. Genau. Ja, bei den Engländern darf man nicht von bürgerlich ausgehen, wenn die keinen Adelstitel haben. Weil im englischen Adelssystem geht der Adel in jeder Generation um eins verloren, bis zum Nichts hin. Es darf einen nicht wundern, zum Beispiel Winston Churchill, denkt man, ist ein bürgerlicher Name. Der Mann ist Hochadel. Ja? Er hat bloß das Pech, dass sein Vater war der Letzte, der den geringsten Adelstitel noch hatte. Für ihn blieb gar keiner mehr übrig. Es ist nicht wie in Deutschland, wo der Adelstitel endlos auf jeden Abkömmling weiter übertragen wird, sondern im englischen System verschwindet der. Trotzdem wissen die Engländer ganz genau, wenn die Spencer hören oder Churchill, dass das Hochadel ist, auch wenn da kein einziger Titel mehr vorhanden ist. Ja? Churchills Großvater ist Earl Mountbatten zum Beispiel. Ja? Quatsch, nicht Mountbatten, Marlborough, den jeder kennt. Ich habe da mal eine Frage, und zwar von meinem Mann. Ist die Uroma auch gleichzeitig die Oma? Da müsste dann ein Schwund sein, oder? Mütterlicherseits. Ja, ja. Das ist so. Das ist ja auch, wenn Onkel seine Nichte heiratet und ähnliches. Hm. Ich mache mal das Beispiel hier, der erste. Hier sieht man richtig, das ist faktisch in derselben Generation. Obereltern. Dieses Paar hier, Plümicke Schnock, also 148, 149, ist identisch mit 182, 183. Ja. Muss es wieder kleiner machen, dass man. Ja, ist dieselbe Generation. Und hier hinten finden wir dann, dass sogar 3 Paare identisch sind. Ja. Ist irgendwo sogar ein Vierer nachher. Ja, hier sind alles. Drei Leute identisch, ja. Das ist hier auch diese Zunahme, die wird immer noch stärker. Und der Ahnenimplex ist keine Ausnahme, sondern in der menschlichen Geschichte die zwingende Regel. Ihr habt vielleicht alle schon mal von gehört, dass alle langeinsässigen Europäer, Mitteleuropäer Nachfahren von Karl dem Großen sind. Klingt wie ein Witz, ist aber wahr. Und im Endeffekt stammen sämtliche Menschen von einer einzigen Frau ab, der mitochondrialen Eva. Was auch gar nicht anders geht, denn wenn wir mal zurückrechnen,
glaube, bei 20 Generationen würden wir bei einer Trilliarde Menschen landen, wenn wir Kekulé systematisch weiterspinnen nach oben, jedes Mal mit anderen verdoppelten Vorfahren. So viele Menschen hat die Erde noch nie getragen. Ja? Wir müssen also faktisch, der Ahnenimplex, der Ahnenschwund ist die Normalität. Wir wursteln nur meistens an der Oberfläche unserer Geschichte, also so in den ersten 10 Generationen, wo der einfach schlicht noch nicht so auffällt. Zumindest nicht, wenn wir so in Großstadtumgebung oder Industriegegenden, also auch schon frühen Industriegegenden wohnen. Wenn man hier auf dem platten Land oder gehen Sie mal in so ein Tiroler Alpental, da erkennen Sie den Ahnenimplex schon, wenn Sie über die Dorfstraße gehen, wo alle gleich aussehen. Heute vielleicht nicht mehr, aber vor 50 oder 100 Jahren definitiv. Das ging vor 30 Jahren auch. Ja, wenn Sie auf dem Dorf waren, also hier im Brandenburgischen ist ja noch viel dünner besiedelt als bei euch da meistens. Wenn dann mehrere Leute denselben Namen haben und dann immer, sie werden grundsätzlich feststellen, dass die abgrundtief behaupten, mit dem anderen nicht verwandt zu sein und nichts zu tun zu haben. Das ist immer der beste Beweis, dass sie ganz nah verwandt sind. Da geht's, das ist eingeübte Praxis, man muss sein eigenes Eigentum schützen und von den anderen abgrenzen. Die wissen ganz genau, wie eng die versippt und verschwägert sind, was ja auch ganz logisch ist, ja, wenn sie nicht gerade Müllermeier-Schulze heißen. Also ich sage dann immer, ihr habt noch nicht lange genug zurückgeforscht. Aber zum Teil, das habe ich also in der Familie meines Mannes tatsächlich auch, da gibt es diese Überzeugung, dass man mit der gleichnamigen Familie nichts zu tun hat, nämlich auch. Ich glaube wirklich einfach, dass also dieses Menschengedenken geht ja immer nur ein paar Generationen zurück. Da geht einfach nur das Wissen verloren. Und da dann keiner wirklich nachforscht, ist das Wissen weg. Und damit ist man überzeugt davon, dass man nichts voneinander zu tun hat. Ja, zum Beispiel in der Familie, wo ich das eben erzählt habe, mit meinem Implex, das ist wirklich ein Dorf. Da weiß man aber auch, dass jeder mit jedem verwandt ist. Ich gehe also immer davon aus, dass ich dann mit allen irgendwie verwandt bin. Und dieses Phänomen, dass man meint, die Leute sehen alle so ähnlich aus. Also mein Großvater, ja, war sehr charakteristisch aussehend. Und ich habe vor 30 Jahren habe ich den Ort mal besucht und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Jeder zweite ältere Herr sah irgendwie so aus wie mein Opa. Also das war wahnsinnig. Also das gibt's wirklich in kleinen Dörfern. Fühlt man sich plötzlich zu Hause, ne? Ja, so ungefähr, genau. Ich kannte die Leute zwar nicht. Also es ging so weit, dass dann entfernter Verwandter, ich wusste, wie wir verwandt waren, den ich gar nicht kannte, wo ich dachte, Mensch, Junge, du weißt das nicht, aber ich kann deine Gestik lesen. Du hast die Gestik meines Opas. Also das ist übrigens ein sehr irritierendes Phänomen, wenn man die Gestik eines völlig fremden Menschen lesen kann. Da sieht man mal, was so alles auch in den Genen steckt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Zweierlei. Also erstens, ich habe gesehen, dass du Bilder in diesen Report hast. So von dem Soldat zum Beispiel. Ja. Wie hast du die eingearbeitet? Weil ich weiß, dass auf Roots Magic, da kann man das nicht machen. Ja, nee, das sind keine automatisch generierten. Also auch die letzten beiden und der auch nicht. Die sind alle per Hand gemacht. Die sind aber die kannst du eingeben, weil ich weiß, in Roots Magic, da kann man keine Bilder eintragen. Nee. Das ist alles per Hand gesetzt. Okay. Und dann, ich habe noch eine Sache über diese Aussehensache. Also ich wohne in den USA und es gibt viele, die sagen, oh ja, du siehst deutsch aus, also du siehst europäisch aus. Und dann, wenn ich in Deutschland bin, sehe ich nicht deutsch aus. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen komisch, aber was ich interessant finde, ist, dass ich habe meine Tante kennengelernt, die eigentlich eine Halbschwester meines Vaters ist. Und ich war ganz aufgeregt, weil ich hatte keine Ahnung, dass er eine Schwester hatte. Und ich hatte ihr, sie wohnt in Lübeck, und ich hatte ihr nicht gesagt, wie ich aussehe. Und ich bin aus dem Bahn gestiegen in Lübeck und sie wusste von meinem Aussehen, dass ich wie ihr Vater aussehe. Sie wusste, wer ich war, bevor wir uns überhaupt angesprochen haben. Ja, es gibt so eine typischen Familienmerkmale in vielen Familien. Also es hat zum Glück nicht jeder ein Allerweltsgesicht, wie man so sagt. Ja, kommen wir mal zu dem letzten Beispiel hier.
Zeit ist ja auch schon ganz schön fortgeschritten. Hier habe ich jetzt noch ein Beispiel, wo ein Autor von uns der Meinung war, er müsse wirklich jede Information zu den Familien in, jetzt sind wir wieder bei der Nachfahrenliste, darin unterbringen. Wir haben also hier sehr viel Textbestandteile, teilweise sogar Subkapitel dazwischen. Hier ist also die Herausforderung, die Systematik, die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, besonders groß. Hier haben wir jetzt faktisch eine Mischung aus allem, was wir bisher gesehen haben. Und vor allen Dingen nutzen wir sehr stark jetzt eben die Farbigkeit oder die Möglichkeit der Darstellung der Farbigkeit. So, wir haben hier oben, die Generationen sind jetzt hier römisch beziffert. Die Ausgangsperson, also den Stammherrn, Ahnherrn, dem wurden zwei Kinder zugeordnet. Mit Arabisch 1 und 2 beziffert. Dahinter findet sich immer in einem Klammervermerk, wo es weitergeht. Und dann sehen wir, dass das einmal schwarz ist und einmal rot. Das Schwarze ist eine Nebenlinie und die roten ist die Hauptlinie, die zum Autor führt. Die ist auf die Weise dann eben nachvollziehbar, auch wenn große Unterbrechungen dazwischen liegen. Hier sehen wir die Kind 1, finden wir als 2a, dann hier wieder, der wieder ein Kind ist 3a, also am Anfang spaltet sich es auch noch nicht auf. Hier sehen wir dann schon, dass es zweifach weitergeht. Das Fettgedruckte ist die Stammlinie, andere ist ein Geschwister und dann haben wir hier dazwischen so einen Text, Familienerläuterung, der sogar nochmal einen Absatz hat zur Erläuterung von zwei Personen, die auch zur Familie gehören. Dann geht es hier mit der vierten Generation weiter. So, hier haben wir dann hier 4b, finden wir dann hier oben. Also fettrot geht also diese Stammlinie, die der Autor hier ins Zentrum setzen will. Das andere sind sozusagen sekundäre Informationen, um insgesamt die Familie zu vervollständigen, weiterführt. Da ist es dann wieder das erste Kind, 5b, also die nächste Generation, fünfte Generation, 5b. Ja. Dann geht 6b weiter. Und dazwischen sieht man immer teilweise sehr lange Texte, also zur Erläuterung. Da wird irgendeiner, also meistens diese Hauptperson, dann noch was zu seiner Berufsgeschichte oder Ähnlichem erzählt. Also der war hier eben Soldat im Infanterieregiment 34. Ja, und das kann man natürlich auch ganz separat irgendwo erläutern. Ja, hatte aber die Absicht, nee, das soll möglichst nah an der Person in dieser Liste stehen. Also von Liste kann man da ja auch nicht mehr sprechen, das sind dann eher Kapitel. Dann wollte er ja auch zu den angeheirateten Familien immer diese Erläuterung dazu. Dann sind wieder Subfiliationen in diesen Listen drin. Macht die Sache also eigentlich recht schwer nachvollziehbar, was wir versucht haben, damit abzudecken, indem wir eben diese sehr auffällige Nummerierung der gewünschten Hauptlinie gewählt haben. Ja, Entschuldigung, dass ich mich dann bei dem Beispiel, ne, da steht, Moment, nicht weg, da steht so, fünfte Generation, 5a ist der Jochen Christian Lemke, so. 5a1, Joachim, und es geht weiter mit 6a, ist das, glaube ich. So, jetzt ist also 6a ist rot, das heißt Vorfahre des Probanden. Die 1 ist auch rot und dessen Vater ist aber nicht der Vorfahre des Probanden. Wie kann das gehen? Ist das irgendwie eine erste Ehe oder was? 5b. Ja, nee, also hier bei dem, direkt unter der ersten,
wenn Sie direkt unter 5 gucken, wo die 5. Generation anfängt. Ja. Ne? So, da ist ja das Kind, die 1, ist der Joachim Diederich und der verweist auf die 6a. Beides ist rot. Ja, aber das ist blass und das ist fett. Das heißt was? Ja, sieht man das nicht? Ja, also, aber das heißt was. Weil, ja. Ja. Das heißt was, wenn das blass oder fett ist? Das macht auch noch einen Unterschied. Das ist hier einfach notwendig gewesen, um die Wünsche abzubilden. Okay. Ja, der hat auch kein, der Blasse hier, der hat auch vorne keine. Ja, genau. Ne? Der müsste ja eigentlich, wenn das wirklich nur rot, wirklich nur die eigene Vorfahrenlinie des Probanden wäre, müsste der auch rot sein. Also heißt das rot? Das habe ich wahrscheinlich vergessen zu sagen. Okay. Also rot-fett. Ja. Ja. Ah, rot-fett, alles klar. Das hier ist alles fett. Da sind wir einfach. Ja, genau. Dann kommt es hin. Genau, ja, super, danke. Ja. Darum ist der hier, also hinten fett und zusätzlich, damit es auch auffällt, noch haben wir den vorne auch noch mal auch noch, ja. Rot eingefärbt. Das ist also die Stammlinie. Ja, okay, danke. So, dann gucken wir mal weiter. Also 4b ist dann hier. Ja, hier geht es 5b. Geht es dann hier runter. Der 4a ist hier. Nee, der 4a, wo ist 4a? Ist hier unten. Da geht es hier weiter. Ja. So, 6b. Jetzt müssen wir ein ganzes weit hier gucken, wegen den ganzen Zwischenerläuterungen. Aber wir haben ja fett gedruckt, rot, 6b im Sinn. Ah, der taucht hier schön auf und springt auch gleich ins Auge. Hier geht es also weiter. Wer sich mehr für die Nebenlinien interessiert, ist natürlich dann hier auf ein bisschen mehr Suchen angewiesen. So, dann geht es hier weiter. Also die zeigen einfach nur, da geht es weiter. Ja. Hier ist die entsprechende Hauptlinie wieder diese hier, wo vorne rot ist und da geht es hinten fettrot weiter, 7e. Kommt wieder eine große Erläuterung. Ja, mal gucken hier, 7e. Wir haben immer noch kein 7e, auch hier noch nicht. Die hier, die heißen immer nur, da geht es weiter. Da endet nicht die Information bei der Person, sondern es gibt eine Fortsetzung. So, hier ist die fette 7e. Alle anderen haben ja vorne auch nichts Rotes. Man findet also den Anschluss von der 7e. Einfach durch Weiterblättern schlägt sie einem hier ins Auge. Dann wieder vorne, hier ist rot, hier geht es bei dem ersten Kind weiter und hinten dann 8f. Nochmal gucken, wieder große Erläuterung. Weiter, weiter, da ist er. Hier, 8f. Ganz schnell zu finden, trotz mehrerer Seiten dazwischen. Bei 8f ist es nicht das erste, zweite, dritte Kind, sondern von den 8 Kindern das 7., wo es weitergeht. Durch das Rote zu sehen, rot fährt weiter, 9b. Da, 9b. So. Hier haben wir nur ein Kind, 10a weiter hier. Und dann sind wir beim dritten Kind, hier 3. Und hier steht Großeltern des Autors. Also hier endet es dann auch. Ja? Also das war unsere Lösung für das Problem. Diese Linie hier, wie kommt man auf den Autor optisch gut nachvollziehbar zu machen? Also zumindest das, denke ich, ist gut gewährleistet. Inwiefern man, wenn man sich für eine Nebenlinie interessiert, ist es natürlich schwieriger. Da muss man dann die Liste auch wirklich durchgehen. Aber bei welcher Person überhaupt es eine Fortsetzung gibt, ist auch gut hervorgehoben, wie ich meine. Also man kann jetzt auch beliebig nehmen hier.
die 8H, also zu dieser Person Johann Hermann Lemke, fünftes Kind von dem Vorfahren, muss es in der nächsten Generation eine Fortsetzung geben. Hier ist die achte Generation, 8C, D, E, F, G, H, A. Da taucht dann die volle Information zu der Person auf. Ist 4 oder 5 Seiten weiter. Ja. Also das war unsere Version, die wir gebildet haben, um mit diesem unübersichtlichen Material zurechtzukommen. Das ist faktisch die Variante, wie ich eine Nachfahrenliste mit Text und Zwischenkapiteln trotzdem so setze, dass man auch als nicht mit dem Stoff, also dieser Familie bekannte Person, eigentlich mit ein bisschen reinlesen, sich das erschließen kann aus einer gewissen Logik heraus. Gerd, hier nur eine Frage. Damit würde ich erstmal von mir aus enden und wenn noch Fragen sind oder dann allgemein übergegangen wird in das Café nachher, so wie eben der Bedarf ist, aber von meiner Seite ist dann erstmal die Sache beendet. Besten Dank fürs Interesse und Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Anregung gegeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Gerd. An dieser Stelle nur noch mal eine Frage gleich zu dem letzten Beispiel. Das ist aber auch handgemacht. Das ist auch handgemacht, ja. Ja, ist ja EDV gestützt, sage ich jetzt mal, nicht zu machen auf die Art und Weise, ne? Nein. Also es wäre mir nicht bekannt zumindest. Ich will nicht sagen, es gibt so viele Sachen, aber... Vor allem hätte ich die Frage, was mache ich in dem Fall jetzt, wenn ich hier jetzt in der Ahnenforschung noch eine Generation weiterkomme? Du hast jetzt in der Generation 1 den... Geh mal nach links, ja. Den Kim Lemke. Hm? Das ist quasi der Urpapa der Geschichte jetzt. Und jetzt habe ich aber irgendwo komme ich auf Dokumente, wo ich auch noch dessen Vater erfahre. Richtig. Die Frage stellt sich ja bei Nachfahrenlisten oder Nachfahrendarstellungen immer, weil man ja von einem Ahnherrn ausgeht. Und wie wir ja wissen, hat jeder Ahnherr weitere Ahnherren und Ahnfrauen. Ja, genau, genau. Das Problem ist immer nur, wir kennen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht oder werden sie vielleicht noch nie kennenlernen, aber sollte eben dieser Glücksfall eintreten, haben wir immer dasselbe Problem. Und wenn wir dann eben keine computergenerierte Liste haben, wo wir bloß aufs Knöpfchen drücken, nachdem wir den neuen Spitzenahn eingegeben haben, dann stehen wir immer vor dem Problem. Nee, hier ist einfach, muss man einfach pragmatisch rangehen. Okay. Das sind gesetzte Listen oder Texte für Buchveröffentlichung und das Buch ist veröffentlicht und raus. Okay, und da klebt keiner hinterher. Na gut, man kann dann einen Zettel dazwischen kleben. Oder so. Genau, also vielleicht bei dem Dabouville, das war das mit dem 1.1.1 und hinterher bei vielen Generationen Bandwurmzahlen. Da kann man es tatsächlich, sag ich mal, normiert machen, wenn man da nämlich den vordersten Vorfahren um eine Generation weitergeht, kann man nämlich vor jede andere Zahl wiederum eine 1 setzen. Und dann stimmt das wieder. Alle anderen Varianten müssen praktisch, wenn man es nicht per Computer, sag ich mal, auswerfen kann, komplett neu berechnet werden. Das stimmt. Aber bei dem Dabouville, da ginge es. Da würde man einfach noch eine 1 und findet man die nächste Generation, kriegen sie alle noch eine 1 davor. Aber sind wir mal ehrlich, das ist auch wieder der Vorteil vom Computer- und Digitaldruckzeitalter. Wir sind ja nicht mehr in der Schreibmaschinen- oder Handschriftzeit, wo man dann zu solchen Maßnahmen sozusagen gezwungen wäre, wenn man nicht alles neu abschreiben will. Das ist aber... Dann einfach neu generieren oder neu setzen und nochmal neu drucken. Oder wenn das zu viel ist, muss man auch so mutig sein. Und das ist ja auch überhaupt kein Problem. Es kann sich ja sozusagen auch... die Forschungsgeschichte abbilden.
Also, wenn jetzt, was weiß ich, 5 oder 10 Jahre später dieser Autor sagt, Mensch, ich bin jetzt 3 Generationen weitergekommen, zurück, und schreibt einen Ergänzungsartikel, da wird er nicht nochmal alles neu abdrucken, sondern er wird darauf verweisen, auf seinen Aufsatz von vor 5 oder 10 Jahren und sagt, so, jetzt habe ich hier 3 Vorfahren-Generationen von Kim Lemke gefunden und möglicherweise auch natürlich neue Nachfahren von aufgefundenen Geschwistern. Das möchte ich jetzt vorstellen in einem ergänzenden Artikel und wird dann gegebenenfalls querverweisen. Das ist wahrscheinlich auch wieder... Ja, Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage vom Publikum. Also zum Beispiel, wie Sie gerade gesagt haben, in der Publikation würde man das so machen. Aber wenn man zum Beispiel, bei mir ist es so, da sind interessierte Verwandte, die kommen dann schon mal mit der Version von, keine Ahnung, 1938 an. Und wenn man da praktisch komplett neu berechnen würde, würde man die Leute verwirren. Also die gehen davon aus, dass sie 76A1 sind oder was auch immer. Und ja, wie gesagt, das ist eine Frage des Publikums. Da sollte man nichts dran ändern an der Zählung. Während natürlich bei sowas ist es natürlich kein Problem, das mit Computern nur auszurechnen und zu veröffentlichen. Da sucht aber dann wahrscheinlich auch keiner den dritten Onkel von der rechten Nebenseite oder sowas ähnliches. Nee, da haben also, wir uns jetzt, glaube ich, missverstanden. Du hast natürlich vollkommen recht. Nee, ich meinte ja gerade auch für Publikationen, da druckt keiner das Buch nochmal komplett neu. Mhm. Oder der würde auch in einem... in einem ergänzenden Aufsatz, wenn der jetzt, sagen wir mal, weitergekommen ist, sowohl in die Vergangenheit, dann die Geschwister, die wieder Nachfahren haben, dann wird er das mitnichten alles völlig neu setzen und alles nochmal abdrucken, sondern eben einen ergänzenden Aufsatz schreiben. Mhm. Wenn ich es für meine Familienchronik mache, ja, fürs Familientreffen, da bietet sich es dann eigentlich eher an, alles nochmal komplett neu aufzusetzen, neu zu generieren und zu sagen, wir sind einfach, damit man einfach das komplett hat, nochmal mit den neuen Abhängigkeiten und Verwandtschaftsbeziehungen. Denn wenn man da nur ergänzt, gehen ja dann die neu entdeckten Verwandtschaftsbeziehungen ja, nicht verloren, aber sind nicht erkennbar. Ja, und da hat man dann auch eine begrenzte Auflage und es ist meist für den familieninternen Verkehr, wo es sich dann eher lohnt, einfach eine neue überarbeitete Auflage mit der komplett neuen Darstellung zu machen. Ja, aber in veröffentlichten Büchern, die auch in den Bibliotheken und so sind, da schließt man an die vorhergehende Veröffentlichung an und macht es in der Regel nicht nochmal neu. Ja. Nee, früher, da haben sie sich ja immer ein Ergänzungsband, wie du das schon sagtest, gemacht. Nicht? Entweder auch ja für Berichtigung, weil dann findet man 10 Seiten Berichtigung ja auch als Ergänzung nochmal zu dem Urwerk da. Ne? Völlig richtig. Das ist heute nicht anders, wenn es um Buchveröffentlichung geht, weil das fertige Buch nachher ist dasselbe wie vor 500 Jahren. Buch ist Buch. Ja? Zumindest veröffentlicht in einer entsprechenden Auflage in den Bibliotheken und so weiter. Ja? Die Alternative aufgrund der modernen Technik ist eben innerhalb der Familie sozusagen für den in der kleinen Auflage oder für die eigene Archivierung, da ist man jetzt einfach in der günstigen Lage, den neuen Erkenntnisstand immer wieder komplett neu zu generieren und gegebenenfalls auch auszudrucken, um es zu sichern und kann dann gegebenenfalls sogar die ältere Archivierungsdatei dann wegwerfen, also die ausgedruckte. Ja. Aber sobald wir in die Veröffentlichung, Buchveröffentlichung, gedruckte Veröffentlichung gegangen sind, digitale Veröffentlichung kann ich genauso machen. Schreibe ich einfach neue Version, alles nochmal neu. Aber sobald ich im klassischen Buch bin, ändert sich nichts gegenüber der früheren Vorgehensweise. Wir sind immer wieder bei demselben. Ich muss mir überlegen, für was, mit welchem Medium, mit welchem Bestand mache ich es, für wen. Und dann wird man immer zu einem anderen Ergebnis kommen, welches System ich wähle. Jedenfalls meine Erfahrung. Das allein selig machende habe ich zumindest noch nicht gefunden. Es besteht ja auch die Möglichkeit, Christian, wahrscheinlich aus den verschiedenen Genealogieprogrammen. Ich weiß nicht, ob jedes Programm diese Möglichkeit bietet, aber einige bieten ja, dass man diese erstellten Listen auch zum Beispiel exportieren kann, in Word zum Beispiel. Ja. Ja, und kann dann da
in Word dann letztendlich auch noch irgendwelche Kennzeichen anbringen oder Einfärbungen machen, ne, um, also so wie bei diesem Beispiel hier, durch irgendeine Rotfärbung oder so dann irgendwelche Linien dann darzustellen. Ne? Genau. Das sollte man eigentlich auch nicht außer Acht lassen, weil oftmals denkt man da gar nicht dran. Man nimmt die Listen, die das Genealogieprogramm erzeugt, und man ist damit vielleicht auch irgendwo unzufrieden und sagt halt, ich kann die und die, ich kann meine direkte Linie da gar nicht erkennen. Aber wie gesagt, wenn das Genealogieprogramm die Funktion bietet, das Ganze zu exportieren, ja, das konnte, glaube ich, auch schon das ganz alte PAF damals, dass man also Listen exportieren konnte und die dann letztendlich in Word, da hat man ja alle möglichen Gestaltungsmöglichkeiten dann noch. Ne? Die Word bietet auch farbliche Kennzeichnungen oder Schriftarten ändern. Da sollte man vielleicht, je nachdem, wie du schon sagst, für wen mache ich das und wie will ich es haben, dann auch mal daran denken, ne? Dass man es vielleicht exportiert und dann in die Form bringt für die Weitergabe. Richtig. Das ist auch hier größtenteils geschehen. Also wenn ich sagte, das ist per Hand bearbeitet oder gesetzt, heißt das ja nicht, dass dem nicht ursprünglich eine computergenerierte Nachfahrenliste vorausgegangen ist, die man dann entsprechend bearbeitet hat. Ja, wäre ja Unsinn, alles nochmal abzuschreiben, beziehungsweise setzt man sich dann selber auch größeren Fehlerquellen aus. Wenn ich hier eben eine vom System generierte Liste, die meinen Vorstellungen am nächsten kommt, sofern man da große Auswahlmöglichkeiten hat, nimmt und die dann in Word weiter bearbeitet, hat man zumindest die Grunddaten alle da und kann nicht dann irgendwo ein Kind vergessen oder so. Ja? Also das würde ich immer empfehlen. Wie man das dann ändert, was man dazwischen setzt oder auch Bilder reinsetzt, das ist dann eine ganz andere Frage. Da würde ich dann nochmal zurückkommen mit einem Hinweis auf das erste Beispiel, was du ja vorhin ganz am Anfang gezeigt hast mit dem Family Tree Maker. Da hat ja der Heinrich vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass der Stefan Harms da eine Erweiterung zu programmiert hat. Diesen Family Book Creator. Und wer sich die Aufzeichnung anschauen will auf dem YouTube-Kanal vom Ahnforscher Stammtisch Unna, ist also die Aufzeichnung davon. Wird das also sehr viel angewandt, dass er also alle möglichen Exportierungsmöglichkeiten dann also auch bietet vom Family Book Creator. Ne? Dass man da wirklich das exportieren kann in Word und kann es da dann eben entsprechend dann sich formatieren oder kennzeichnen, wie man will. Genau, den habe ich auch installiert. Fand ich also sehr gut, diese Schnittstelle mit Word. Dass er nur PDF kann. Hm. Ja, und das ist eine sehr problematische Sache, weil es gibt zwar Programme, mit denen man PDF-Dateien auch ganz gut bearbeiten kann, aber das hat seine Grenzen. Ja, da kann man hier und da mal Fehler korrigieren, aber man kann nicht den ganzen Satz verändern. Ja, das ist eigentlich das Hauptproblem. Und mit diesem Family Book Creator kommt man eben dann letztlich in Word bearbeitbare Möglichkeiten. Dazu noch ein Hinweis. Ich glaube, Heinrich, Family Book Creator war ja ist das auf dem YouTube-Kanal vom Stammtisch? Aber ihr habt keinen eigenen YouTube-Kanal. Ne? Du hattest das hochgeladen. Da. Ich habe das dann hochgeladen. Da kann ich auch gleich mal eben den Link suchen. Also wer da eine Ergänzung sucht, wer mit Family Tree Maker arbeitet. Also das du hattest das aber ohne Arbeitskreis Familienforschung Dithmarschen. Genau. Und hier Family Tree Maker hattest du unter hochgeladen. Also er hat das sehr, sehr, also sehr gut eingerichtet, dass man also Möglichkeiten hat, das im Nachhinein eben halt noch zu formatieren, das Ganze. Findet man hier dann und unter Plugins wird das eingebaut, ja. Ich suche mal eben die Aufzeichnung raus und dann kann ich die. Liebe Ahnforscherin, liebe Ahnforscher. Stopp, so. Jetzt schaue ich mal eben, wo ich das finde. Ich mache das mal gerade hier. Ja, die hatte ich dir zugeschickt, Georg, weil wir das bei uns aufgezeichnet haben. Ja, ja, die Aufzeichnung habe ich auch. Nur ich muss noch mal eben gucken, wo das Ganze ist.
Da ist er. Oh, da kann ich dann also auch nochmal den Link in den Chat setzen. Was wir bei Heredes gesehen haben, die exportieren gleich in Word. Aber da hat man zumindest bei dem, was ich vorhin gezeigt habe, eben diese ja, mehr oder weniger Tabelle. Die ja, da kann man dann nachträglich nicht viel, ich sag mal, nicht sehr viel dran formatieren oder neu machen. Man kann das zwar farblich kennzeichnen, aber ja, das ist alles Geschmackssache. Ne? Der eine sagt halt, ich mag diese Textausschmückungen nicht. Und der andere sagt halt, ich mag die. Ne? Das ist, wie du schon gesagt hast, das ist eine Geschmackssache. Richtig. Ja, ich habe aber durchaus die Möglichkeit, in Heredes im Vorfeld schon den Inhalt auszuwählen. Was möchte ich drinnen haben, was möchte ich nicht drinnen haben. Ich habe die Möglichkeit, eben so, wie es der Christian jetzt macht, die Listen auszugeben oder auch die Bücher. Aber ich bekomme immer eine Word-Datei. Richtig. Und was eben Heredes anbietet, neben diesen Listen, die eigentlich Tabellen sind und die, also zumindest für eine entsprechende Publikationsweiterverarbeitung nicht so gut geeignet sind, die aber dafür schön übersichtlich sind, bieten die, weiß ich, ist immer noch zu sehen, was ich hier tue? Ja, ja. Bietet Heredes an Bücher. Also die haben sozusagen so einen Buchgenerator, der bei Family Tree als Plugin, Family Tree Maker als Plugin zu haben ist, was wir eben besprochen hatten, haben die sozusagen drin. Da bieten sie ihr Vorfahrenbuch, Nachfahrenbuch, ja, was ja, weiß ich hier sogar noch. Personenlexikon, da kann man noch verschiedene Varianten wählen und da gehe ich mal von aus, dass wir dann, ich will jetzt gar nicht die verschiedenen Sachen hier, sondern dass wir dann in Word landen, gehe ich mal von aus. Ja, Word. Und ich mache jetzt einfach mal Einheiten. Die Problematik, die die Freunde halt haben, ist, das Ganze wurde erst vor kurzer Zeit ins Deutsche übersetzt. Und wir werden jetzt auch gleich sehen, die Textierung so ist schon sehr, lässt zu wünschen über. Runter weiter noch, da ist zu viel Vortext ausgewählt, weiter runter noch. Ja, nein, hier ist er. Auch hier die Darstellung ein- und zweispaltig ist dann frei wählbar schon in den Einstellungen. Ja, ja. Könntest du das Word-Fenster mal maximieren und vielleicht etwas vergrößern? Mhm. Hier sieht man schon, hier kommt dann noch Freiflächen für Widmung und Einführung. Das mache ich nochmal hier. Das kann man ja dann alles in Word eintragen. Ne? Du kannst auch schon vorher. Das kannst du vorher schon. Ja. Also er geht direkt in Word. Das ist schon mal ganz toll. Eine ganz tolle Geschichte. Ich nehme an, die Spaltigkeit und so kann ich auch auswählen. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Die Problematik, die die haben, die Freunde haben, meiner Meinung nach, sind die Texte selbst. Ja, ja, das ist immer bei diesen automatisch generierten Texten, weil die sind natürlich dann auch gegebenenfalls über 100 Seiten immer gleich. Ja, na, nicht, ja nicht, ist langweilig nicht nur, zu lesen. Nicht nur gleich, sie sind einfach teilweise sinnbefreit. Er ist der rechtmäßige Sohn von Paul im Alter von 27 Jahre, und von Ida, im Alter von 22 Jahre, oben erwähnt. Ja, ja, es ist so, dass da wurde auch drüber gesprochen, als die Annegret Gräfe Heredes vorgestellt hat beim Roland zu Dortmund. Der Vortrag ist, glaube ich, auch online. Oder der wird auch, Annegret Gräfe ist ja auch bei Heinrich zu Gast jetzt im Februar. Da sind also Formulierungen drin, die im Französischen Sinn geben, ja. Aber wenn man die direkt ins Deutsche übersetzt, dann keinen Sinn mehr machen. Ja, also das hängt mit diesen beiden Sprachen zusammen, Französisch und Deutsch. So hatte sie das erklärt. Klar, also das ist dasselbe Problem wie bei Family Tree Maker. Wenn man selbst in der deutschen Version generiert, ja, ist auch ein Haufen Ballast, der mit der Zeit langweilig wird. Ja, ja.
eine der besten Funktionen für mich auch hier in dieser Berichtdarstellung. Man hat die Möglichkeit, im Vorfeld schon auszuwählen, ob man fehlende Informationen angezeigt haben möchte. Das heißt, wenn hier zum Beispiel ein Geburtsort fehlt, dann ist einfach ein unterstrichener Freiraum und man sieht halt dann auf einen Blick sofort, worum muss ich mich jetzt, nur aufgrund des Berichtes, worum muss ich mich jetzt noch kümmern? Ja. Also das, klar, wenn man das als sozusagen Forschungsauftrag auch ausdrucken will oder so, dann macht das natürlich auch Sinn. Ja. So, jetzt wollte ich mal gucken, was nun der Family Tree Maker Buch Creator fabriziert hat. Was war er denn? Ja, Heredis sehe ich also teilweise so ein bisschen so als, ja nicht Fortsetzung, aber Heredis hat viele Sachen drin, die im Family Tree Maker fehlen. Ja, von der Optik her sieht es Family Tree Maker sehr ähnlich, aber es gibt eben einige Funktionen, die ich dann in Family Tree Maker da vermisse, ne? Ja. Die in Heredis drin sind. Ja, das ist. Aber wie gesagt, es gibt kein optimales, wie du ja auch schon gesagt hast. Ja. Jeder hat seine eigenen Ansprüche und. Aber hier sehe ich schon wieder auch der Buchkreator. Ja. Ja. Der macht ja da auch schon, automatisch macht Family Book Creator ja schon das Inhaltsverzeichnis auf. Ja, aber wir landen im PDF-Format. Nix Word. Bitte? Wir landen im PDF-Format. Ja, ja, der kommt nicht ins Word, nein. Ja, und das ist. Da kann ich also so einfach nichts ändern. Das ist das Problem. Ja, und das bringt. Ja. Aber man kann da doch viele Sachen ergänzen und hochladen. Echt? Ja, man kann einiges machen. Ich habe hier selber, man muss nicht unbedingt Adobe das Vollprogramm haben, was unbezahlbar ist. Ich habe nach langem Suchen mich für das hier entschieden. Das ist, nennt sich, jetzt sieht man das hier oben natürlich nicht. Exchange Editor. Den kennt vielleicht schon jemand. Ja, der kostet irgendwas 23 Euro oder so, also durchaus erschwinglich und man kann sehr viel mitmachen. Ja, also hier bearbeiten, hinzufügen, das klappt schon ganz gut. Mal Textauswahl, ja, hier kann man wirklich eine Menge mit. Mit dann auch verändern, aber mit was eben nicht funktioniert, ja, man kann hier auch die ganzen Inhalte, ja, man kann jetzt genau, woanders Beispiel, hinstellen. Man kann keine Bilder zwischenfügen, so wie in Word, ne, dass wenn man jetzt ja, das Fotos geht auch. Ja. Ach, du kannst also Bilder einfügen. Aber das Problem ist, man sieht ja, das sind alles sozusagen einzelne Objekte dann. Ja, ja, ja. Ja, ich kann auch innerhalb Buchstaben ändern oder Kommas, aber das endet der Spaß beim Zeilenumbruch schon. Ja, ja. 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 Ich kann das hier kleiner und größer machen und ein Bild daneben setzen oder so. Ja, 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 aber das du kannst kein Problem. Gar nichts großartig ergänzen, weil das da nicht passt. Ich kann das sogar in Word umwandeln hier. Auch kein Problem, aber mit dem Ergebnis wird man nicht so recht zufrieden sein. Ich mach's mal. Das macht dann alles nicht glücklich, weil es eben ist ja auch eigentlich nicht der Sinn. Darum hat Adobe hat ja PDF erfunden, damit man es nicht umwandelt. Naja. Ja, also das ist alles nicht das, was eigentlich die Sache macht. Darum hat alleine das hier redest. Das in Word exportiert, ist schon mal ein riesengroßer Vorteil, finde ich. Mhm. Auch wenn man vielleicht mit einzelnen Sachen nicht zufrieden ist. Zum Beispiel solche Phrasen, wie du vorhin uns zu Recht gesagt hast, die eben für die deutschen Verhältnisse vielleicht nicht so zutreffen, aber die sind ja immer gleich. Ja? Ja. Und die kann man dann auch wunderbar mit der Suchen-Ersetzen-Funktion zum Beispiel verändern. Ja, da sollte man wirklich dran denken, dass man diese Listen dann, wenn die in Word exportierbar sind, dann, dass man an diese Kombination denkt.
dass man wirklich sagt, ich kann mir die in Word dann doch so gestalten, nachher nachträglich nochmal, wie ich sie gerne hätte. So, jetzt habe ich hier den mal mit Exchange verändert. So, angucken. So, das ist jetzt der Export vom Family Tree Book Creator PDF-Version mit dem PDF Exchange nach Word. Das ist, jetzt sind wir in Word. Hm. Da sieht man, das sieht erstmal ziemlich gut aus, also ziemlich gleich aus. Ja? Die einfachen Änderungen hier, die kann ich auch buchstabengetreu machen. Aber wenn man hier mal die verdeckten Zeichen einschaltet, kennt ja sicher auch jeder. Ich gehe mal hier. Ja, die Zeilenumbruch. Genau, dann genau. Sieht man, dass die Zeilenumbrüche nur teilweise echte sind. Ja. Und dann kommt man schon in und das hier auch viel doppelte Leerzeichen und ich mache es mal größer. Ja, auch die Indexeinträge werden ja nicht mehr stimmen. Ne? Wenn du jetzt hier wo einen Seitenumbruch machst, ist ja vorne das ganze Inhaltsverzeichnis schon nicht mehr korrekt. Ja, richtig. Ja. Zum Beispiel, das sind diese harten Zeilenumbrüche oftmals. Ja, genau. Das erschwert das natürlich. Man kann da auch etliches machen. Die Ersetzen-Funktion ist wirklich sehr mächtig. Da kann man sogar systematisch doppelte Leerzeichen durch ein einzelnes Leerzeichen ersetzen, mit einem Mausklick sozusagen. Aber es ist eben trotzdem mühselig. Und wie gesagt, hier funktionieren die Fußnoten noch. Also im Sinne von, sie stimmen, aber es sind keine Fußnoten mehr. Ja? Das ist ein Text jetzt, ne? Genau. Das ist Text. Es sind keine Word-Fußnoten draus geworden. Ja. Ja. Und alleine die dann umzusortieren, vergiss es. Ist eine respektvolle Aufgabe. Also. Christian, ich wollte eins machen. Ich möchte eigentlich überleiten in unser Café, weil ja auch vielleicht noch Fragen da sind, wenn du auch noch bleiben möchtest und bleiben kannst. Mhm. Und würde hier letztendlich den Vortrag soweit beenden und möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du ich wollte gerade sagen, zu uns gekommen bist du ja letztendlich auch virtuell und dass du uns das also gezeigt hast. Es gibt also da so einige Ideen und eben halt, wie gesagt, vieles ist ja Geschmackssache, wie man etwas haben will. Aber ich habe heute auch wieder einiges dazugelernt und möchte mich da nochmal ganz herzlich bei dir bedanken im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer und des Ahnenforscher Stammtisches.